Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen heute wieder zu einem neuen Real-Life-Video. Ja, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt heute wieder für ein Real-Life-Video. Und ja, ich habe heute auch wieder coole Themen dabei. Ja, diese Tasse, die bedeutet mir sehr viel. Die habe ich von meiner Schwester bekommen als Geschenk. Der frühe Vogel kann mich mal. Ich kann das ja mal in die Kamera zeigen. Kommt natürlich darauf an, wie YouTube wieder meine Videos formatiert. Ich sehe meine Videos immer sehr gut in Top-Qualität. Und dann, wenn ich sie auf YouTube hochlade, verpixelt bis zum geht nicht mehr. Danke, YouTube. Vielen Dank dafür. Ja, heute geht es mir mal um ja, die PS4 und die Xbox One. Ich denke mal, jeder hat schon mal was davon gehört. Battle gegeneinander. Es ist ruhig geworden. Es ist ruhig geworden um die Konsolen. Das verwundert mich gar nicht. Am Anfang überall in den Nachrichten, Bildzeitung, ja selbst in der Badischen Zeitung, in kleinen Zeitungen, PS4, Xbox One, überall im Fernsehen, rauf und runter, PS4 Werbung, Xbox One Werbung. Und was ist eigentlich heute los? Wo stehen wir heute? Heute ist es gar nicht mehr. Der Hype ist weg. Der Drops ist gelutscht, würden manche jetzt sagen. Ja. Es war nur eine Hype-Phase. Damals wurden, also da, wo es rausgekommen ist, wurden die Konsolen ja sehr teuer verkauft. Zumindest die Xbox One. Also, was in meiner Meinung schon was Kriminelles. Also, das ist ja schon kriminell hier 500 € verlangen für eine Xbox One. Ganz, 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 ganz kriminell finde ich das. Viel zu hoher Preis, gar nicht gerechtfertigt. Bei der PS4 kann ich es verstehen. Da ist wirklich, kann ich sagen, okay, das ist gerechtfertigt. Aber bei der Xbox One, nein. Nein, hört auf. Das ist Abzocke. Das ist Abzocke, ganz ehrlich. Und ja, Killzone Shadow Falls für die PS3, PS4, 80, 85 € ist es nicht wert. Heute gibt es diese Spiele billiger. Ich denke, man sollte einfach warten, wenn man sich eine Next-Gen-Konsole kauft. Und wenn man eine PS3 hat, dann sollte man sich keine Next-Gen-Konsole kaufen. Und auch wenn man Xbox 360 hat. 500 €, die könnt ihr besser investieren. Legt die an auf die Bank. Legt das an auf die Bank und irgendwann mal kauft ihr euch vielleicht eine Wohnung dafür. Weil wenn ihr älter seid, dann werdet ihr denken, hey, hätte ich doch mal lieber früh gespart, hätte ich mal auf der junge Zocker gehört. Ihr habt noch eine Xbox 360. Warum wollt ihr jetzt noch eine Xbox One? Das sind alles so scheiß materielle Güter. Immer das Neueste, immer das Beste haben, immer das Geilste. Ne? Nein. Das ist, denke ich mal, der falsche Weg. Wir sollten einfach mal eine Schraube zurückfahren. Wir haben doch eine Xbox. Ich habe eine PS3. Ich brauche keine PS4. Für was denn? Für was denn? Nee, Entschuldigung. Aber nee, das brauche ich nicht. Ich brauche doch keine PS4. Für was denn? Ich habe doch eine PS3. Gut, eine PS3, da ist eine 3 davor und bei der PS4 ist eine 4 davor. Okay. Dafür zahle ich doch keine 300 €. Ich bin doch nicht blöd. So ist jetzt meine Meinung. Und jetzt könnt ihr mal gerne eure Meinung schreiben. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und auf ein Feedback. Was? Wie seht ihr das? Würdet ihr euch wirklich eine Next-Gen-Konsole kaufen? Wenn ihr schon eine alte Konsole habt? So, das frage ich euch jetzt mal. Bis dann und ciao!